Beispiel, das sehr einfach ist. Es fällt eine Masse M, fällt aus der Höhe H auf Groß M, und dieses Groß M, wir sagen Epsilon ist 0, vollkommen plastisch, und die Masse M ist abgestützt mit quasi mit Federn, denn diese Stäbe, die da sind, sind ja quasi Federn, nur sehr steife Federn. Also wir nehmen das jetzt so an, wir sagen, da oben ist die Masse kleines m, da ist die Plattform großes m, und da nehmen wir, ich nehme einfach eine Feder, ach gut, ich nehme mehrere Federn, nehmen wir zwei Federn, C, C, das sind diese C. Und die Frage ist, wie groß ist die Zusammendrückung dann? Nicht? Wenn das da drauf fällt, wir sagen, Stoß ist plastisch, die Masse bleibt dann drauf liegen, das kleine M auf groß M, aus der Höhe H fällt die Masse runter. Wir wissen, sie hat unmittelbar vor dem Auftreffen die Geschwindigkeit V1 Wurzel 2 gH. Während die Geschwindigkeit von groß M ist 0, und wir haben da natürlich Gewichte und Federkräfte, die wir alle weglassen. Sie sehen also, im Stoß selbst spielt jetzt nur, wenn das aufeinander stößt, spielen nur die Stoßkräfte eine Rolle. Also es gibt nur die Kontaktkraft hier, alles andere, die Kontaktkraft F, die hier bremst und hier beschleunigt. Und alle anderen Kräfte, die Federn, die Gewichte, die spielen überhaupt keine Rolle im Stoß. Und daher brauche ich ja nur beim vollkommen plastischen Stoß jetzt sagen, ja, der Impuls muss erhalten sein, Gesamtimpuls bleibt erhalten. Gesamtimpuls erhalten bleibt, dann heißt das Impuls vorher gleich Impuls nachher. Vorher war er m mal v1 und nachher haben beide die gleiche Geschwindigkeit, m plus m, und die nenne ich u, also damit ist das u bekannt, kleines m durch m plus m mal v1, und das v1 wissen wir aus der Höhe. Und jetzt ist das u die Anfangsgeschwindigkeit für die Bewegung des Systems klein m, groß m. Ich habe also jetzt die Einsenkung zu rechnen. Ich nehme jetzt eine Koordinate x da nach unten von dieser Lage weg. Ich sage zurzeit t gleich 0 für die Schwingbewegung, ist x gleich 0 und x-Punkt ist gleich u. Das ist die Anfangsbedingung für die Schwingbewegung. Ich zeichne es aber vielleicht doch daneben noch einmal auf. Wir haben da also eine Masse jetzt m plus m. Sie war ursprünglich da, sie ist jetzt so weit eingesunken, also immer in der verformten Lage. Ich zeichne die zwei Federn ein, die ein bisschen zusammengedrückt sind, und muss natürlich jetzt die Kräfte für die Bewegung. Jetzt spielen ja die Gewichte und Federkräfte, haben wir jetzt den Einfluss auf die Bewegung. Die muss ich jetzt einzeichnen. Oh Gott, Tintenfarbe, rot. Es wirkt also das gesamte Gewicht, klein plus groß M, mal G, und es wirken hier die Federkräfte FC. Und wenn ich zwei Federn nehme, dann habe ich eben zwei FC, und wenn ich zehn Federn habe, weil es zehn Stützen sind, dann habe ich eben zehn. MFC. Also die Bewegungsgleichung erfolgt jetzt unter der Wirkung, die Bewegung erfolgt unter der Wirkung dieser drei Kräfte, und sie lautet jetzt Masse, das Ganze bewegt sich ja jetzt wie eine Masse,
wenn ich Epsilon nicht 0 habe, nicht, dann peppelt das zurück, stößt wieder drauf, also dann werden die Verhältnisse gleich ein bisschen undurchsichtiger, weil ich dann mehrere Stöße habe. Das vermeiden wir auf die Weise mx2-Punkt ist gleich. Jetzt geht das Eingewicht hier ein. Minus 2 mal Federkraft. Das Problem ist aber jetzt, wie groß ist die Federkraft? Sie sehen, in der Ausgangslage gibt es eine Federkraft, die heißt F0. Die muss ja das Gewicht von M halten schon. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt schreiben kann, Fc ist C mal X, sondern die Federkraft Fc, die ist um Cx größer geworden, nicht? Weil ich sie um X zusammengedrückt habe und ursprünglich war sie schon Mg. Sie muss also sein, sagen wir so, 2Fc. Ja, die beiden Fc müssen gleich sein, müssen das F0 haben. Machen wir hätten sagen können, ich schreibe nicht 2Fc. Nein. Ich schaue mir jede Feder an. Sie hat ein statisches F0, habe ich gesagt. Nicht? Jede hat da F0 zu halten. Und jetzt wird sie um Cx erhöht. Und weil ich aber das F0 zweimal habe, weil ich zwei Federn habe, müssen zwei F0 gleich sein, das Mg. Es wäre gefährlich, wenn ich da 2 schreiben würde, weil dann weiß ich nicht, was ich mit dem C mache. Nicht? Schreibe ich da dann auch zweimal Cx? Also, Sie sehen, wenn ich 5, für jede Feder, einzelne Feder gilt, ihre Kraft ist gleich der statischen, erhöht um Cx. C mal Delta L größer. Aber die statische Kraft, die richtet sich jetzt, wie viele Federn habe ich, nicht? Also N mal F0 muss das Mg sein. Und in unserem Fall ist also F0 gleich Mg halbe. Und Sie sehen, das C bleibt einfach da und geht nicht da durch den Zweier dann runter. Und das muss ich oben einsetzen. Also, klein plus groß M, x2-Punkt ist gleich klein plus groß M Gewicht, minus 2fc, das heißt jetzt, ich schreibe in die Klammer vielleicht hinein, 2fc, und da kann ich den 2er kürzen, da bleibt jetzt mg, 2 plus 2cx. So. Und in aller Regel sagt man, wenn etwas zu schwingen beginnt aus der Gleichgewichtslage, dann kann ich die Gleichgewichtskräfte weglassen. Nicht? Sie sehen, in unserem Fall geht das nicht, weil das kleine m dann da rechts nicht vorkommt drinnen. Das kleine m ist in der statischen Federkraft nicht drin, weil ich ja zusätzliche Masse draufgegeben habe. Wenn das eine kleine Masse ist, weiß ich, da fällt irgendetwas auf eine Decke drauf, naja, dann kann ich sagen, das kleine m lasse ich weg gegenüber dem großen m und dann kann ich das große m da rauskürzen. Nicht? Das heißt, das große m fällt da ja sowieso raus, nicht? Die fallen raus, die mg. Es bleibt also klein m plus groß m mal x2-Punkt ist gleich kleines mg, das treibt sich nach unten, minus 2cx. Da dividiert man jetzt durch m plus m, damit man ein bisschen die zweite Ableitung allein stehen hat. Wir führen ein Omega-Quadrat ein, das soll sein 2c dividiert durch klein plus groß. Also die, sozusagen die Eigenfrequenz dieses Massefedersystems. Und dann heißt die Gleichung x2-Punkt plus Omega-Quadrat x ist gleich kleines m durch klein plus groß mal g. Das ist die Differentialgleichung der Schwingung. Und diese Schwingung ist nun, die Gleichung ist nicht homogen, sie hat ein Störglied und man muss jetzt entsprechend der Störfunktion eine zusätzliche Lösung angeben, also das x, die Lösung x von t, ist gleich Lösung der Homogenen plus einer Partikulärlösung der Inhomogenen, xp von t. Die Homogene ist klar, wenn ich homogen heißt xh,
ist gleich Lösung der homogenen die hat das xH von d. Homogen heißt immer C1 Sinus Omega T plus C2 Cosinus Omega T. Aber die Partikulärlösung in dem ganz einfachen Fall kann man so gewinnen, dass wir einen Ansatz machen, sagen x ist konstant. Gibt es ein x gleich konstant, sodass die Differentialgleichung erfüllt ist? Wenn x konstant ist, also eine Ziffer, dann ist die zweite Ableitung eine Null. Das heißt, ich setze dann das x partikulär da ein und Sie sehen, wenn ich die da hier das x 2.0 setze, dann ist x partikulär gleich mg durch 2c. Die partikuläre Lösung, also homogen, xb heißt partikuläre Lösung, die ist gar nicht von t abhängig, das ist eine Konstante und die heißt, nicht, wenn ich x 2.0 setze, wenn Sie x 2.0, dann brauche ich nur da 0 setzen und kriege mg durch 2c. Ja, das ist ganz klar. Das ist sozusagen die Einsenkung der Feder unter der Wirkung der Masse m. Wenn ich ein mg drauf gebe, dann sinkt es um 2cx wieder ein. Und um diese neue Gleichgewichtslage schwingt das Ganze jetzt. Und die neue Gleichgewichtslage. Und weil jede Schwingung natürlich gedämpft ist, klingt es dann ab und bleibt dann irgendwann in der neuen Gleichgewichtslage stehen. Also das ist die Lösung, die überbleibt. Und die heißt eigentlich partikuläre Lösung. Partikuläre Lösung. Und die Gesamtlösung schaut jetzt so aus. X von, oh Entschuldigung, warten Sie, so, jetzt habe ich es gerade weg. Okay, kann es wieder hingeben. X, die Summe aus homogen plus partikulär ist die Gesamtlösung. Für die jetzt eintretende Schwingbewegung nach unten. Dann geht das so weiter. Das heißt, x von t ist jetzt gleich c1, habe ich gesagt, Sinus Omega t plus c2 Cosinus Omega t plus x partikulär. Und das war, da muss ich wieder zurückschauen, die merkt man auch schon nichts mehr, mg durch 2c. Mg durch 2c. Und ich gesucht ist jetzt die maximale Zusammendrückung, nicht? Weil das gibt mir die größte Kraft, so quasi in den Stützen drinnen. Das x-Maximum, na, da muss ich das x-Punkt bilden. Ich bilde das x-Punkt, sage, ah nein, entschuldigen Sie, zuerst muss ich die Anfangsbedingungen einführen. Das hat keinen Sinn. Zuerst Anfangsbedingungen. Ich muss die C1, C2 bestimmen. Aus den Anfangsbedingungen D gleich 0, X gleich 0. Wenn ich X gleich 0 setze, sehen Sie, Sinus ist 0, Cosinus ist 1. Es steht 0 ist gleich C2 plus M g durch 2c, also habe ich das c2 berechnet, minus mg durch 2c. Und zur Zeit t gleich 0 als zweite Anfangsbedingung ist das x-Punkt gleich u, das kenne ich ja, das ist die Geschwindigkeit nach dem Stoß. Das x-Punkt, wenn ich das bilde, das wäre es doch geschickt gewesen, jetzt hingeschrieben, dann schreibe ich es jetzt hin, x-Punkt ist gleich C1 Omega Cosinus Omega T, weil der Sinus differenziert den Cosinus gibt. Und die innere Ableitung, wenn ich Omega T differenziere, dann bleibt das Om. T wird 1 und das Omega bleibt über. Der Cosinus differenziert ist Minus Sinus. Also steht C2 Omega Sinus Omega T wieder Minus. Und die Partikulärlösung ist eine Konstante, die fällt weg. Und bei T gleich 0, t gleich 0, x-Punkt von 0, ist dann gleich c1 Omega, weil der Sinus von 0 ja verschwindet wieder.
und der Kosinus von 0, 1 ist. Und das ist aber gleich u. Also habe ich c1 ist gleich u durch Omega und jetzt habe ich die allgemeine Lösung. Angepasst an die speziellen Randbedingungen. Und das lautet nun, ist gleich u, ich setze das u nicht ein, das haben wir irgendwo gerechnet, u durch Omega Sinus minus c2. Ich sage jetzt plus mg durch 2c mal 1 minus Cosinus Omega t. Dann habe ich den gemeinsamen Faktor herausgehoben. Das wäre jetzt die Lösung. Und wenn ich da schaue, jetzt möchte ich die maximale Zusammendrückung, also die maximale Federkraft. Aus x max. Bedingung ist x Punkt gleich 0. Den Extremwert erhalte ich, indem ich die erste Ableitung 0 setze. Ich setze x Punkt gleich 0. Dann muss ich das wieder differenzieren. Sie sehen, das ist jetzt u Cosinus Omega t. Weil das Omega rauskommt, nicht x differenziert, dann ist der Omega weg. Der 1er differenziert ist 0, der Cosinus differenziert ist minus Sinus, wird plus mg differenziert mal Omega durch 2c mal Sinus Omega t und das soll 0 sein. Also man bilde x-Punkt wieder. Im Grunde sehen Sie, wenn Sie oben schauen, dann sehen Sie, es muss das Verhältnis Tangens Omega, ist da irgendwas negativ? Naja, obwohl, C2 ist negativ, das stimmt schon. Ja. Ich kann jetzt ausrechnen, dass Omega T, Sie sehen, ich denke mir das auf die andere Seite gegeben, dann steht Tangens dividiert Sinus der Cosinus Omega von diesem T2, Omega T2, ist gleich 2C, oho, das ist zu viel des Guten, 2 kleine C mal U, dividiert durch M mal G mal Omega. Daraus kann ich das T2 ausrechnen. Und wenn ich das T2, also das Omega T2 kenne, dann kann ich daraus weiter rechnen das x-Maximum. x-Max ist das x von t2. Sinus durch Cosinus. Ich habe da ein Gleichheitszeichen gesetzt. Und ein Minus. Ein Minus gehört hin, ja, Sie haben recht. Minus, da. Minus 2cu durch mg Omega. Ja. Naja. Wenn da kein Fehler ist, müsste es so sein. U durch Omega Sinus plus, ja, also das steht da. Jetzt ist es so, na gut, das könnte man jetzt natürlich mit gewissen Tricks, dass man den Sinus durch Tangens ausdrückt und den Cosinus durch Tangens und dann hineingeht, das ausrechnen. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, das über den Energiesatz zu rechnen. Wenn ich den Energiesatz verwende, Energie- oder Arbeitssatz, sagen wir Arbeitssatz. Ich sage Arbeitssatz. Arbeitssatz, ich möchte ja nur die maximale Zusammendrückung. Dann habe ich T am Ende minus T am Anfang ist gleich der Arbeit der Kräfte. Nun, von diesem Masse-Feder-System, nicht? Das T, das ist am Ende, da setze ich 0. Nicht? Dann ist ja das X-Punkt gleich 0.
das ist am Ende, x-Punkt ist 0, dann kriege ich da die maximale Zusammendrückung. Das T0 am Anfang, das kenne ich natürlich, weil ich ja das U kenne. T0 ist gleich 1/2 mal der gesamten Masse, 1/2 müsste das heißen, m plus m, ein steiler Schreiben, mal U Quadrat. Das war unsere Anfangsenergie. Problem ist jetzt eher die Arbeit. Arbeit bis x max. Bis zur größten Zusammendrückung. Und damit ich nicht so viele Indizes schreiben muss, setze ich das Delta L, nicht? Delta L ist die Zusammendrückung am Ende. Und nun wird m plus mg um Delta L nach unten verschoben. Ich habe also die Arbeit des Gewichtes, W, Gewicht ist gleich positiv, weil ja die Kraft nach unten ist und die Verschiebung nach unten ist, nicht? Die ist positiv. Gewichtsarbeit. Jetzt kommt aber die Feder. Sie sehen, wenn das die Verschiebung Delta L ist und ich trage da die Federkraft auf, dann habe ich da F0 und die steigt jetzt an um C Delta L. Und die Arbeit ist immer die Fläche sozusagen unterhalb der Kraftverformungskurve. Also Arbeit der Feder, WF, ist gleich dem F0 mal Delta L, und Sie sehen, da kommt jetzt noch was dazu, das ist das C mal Delta L. Ist die Vergrößerung der Kraft, nicht? Am Ende heißt die Kraft ja F0 plus Delta L. Und die Arbeit ist die gesamte Fläche. Dann habe ich F0 mal Delta L plus der Dreiecksfläche. Und die Dreieckfläche ist Delta L mal C Delta L, ne, halbe, ja, plus C halbe Delta L Quadrat. Und jetzt habe ich aber zwei Federn, also muss ich die Arbeit zweimal machen, mal 2. Und jetzt da oben eingesetzt, ist natürlich so, dass das nicht ganz stimmt, weil die Federarbeit natürlich negativ ist. Die Feder, der Weg geht nach unten, die Feder wirkt dagegen. Nicht? Also muss ich da jetzt irgendwo ein Minus hineinkünsteln. Oder ich schreibe es vorne. Naja, gut. Machen wir es so. Die gesamte Arbeit, Achtung, negativ, W ist gleich WG minus WF. Und heißt dann jetzt klein plus groß mal G mal Delta L minus 2F0 Delta L minus C Delta L Quadrat. Und wenn ich jetzt in den Energiesatz gehe, D minus T0, dann schreibe ich das noch einmal auf, nämlich T minus T0, das T ist 0, m plus m halbe U Quadrat ist mit Minus zu nehmen. Also 0 minus m plus m halbe U Quadrat ist gleich der Arbeit, und die Arbeit wäre plus das m plus m g Delta L und dann minus der Federarbeit minus 2, ja, F0 Delta L minus C Delta L Quadrat. Und das ist jetzt die quadratische Gleichung für Delta L, wobei ich das F0 ja jetzt nur einsetzen kann. Die 2 F0 sind ja das mg, glaube ich. 2 F0 sind das mg, sodass das hier mit dem wegfällt.
und dann das Minus überwiegen müsste, dann steht C Delta L Quadrat. Das geht wieder rum plus Minus, naja, Minus M G Delta L minus M plus M U Quadrat. Ist 0, und jetzt, wenn ich das U einsetze, wo war das U? Das U war das V0, nicht? Oder V1, ich weiß nicht, habe ich es V1 genannt? Das war die Geschwindigkeit. Wo war die kleine Geschwindigkeit? Die habe ich V1 genannt, nicht? Das 2. U ist gleich V1 mal klein m durch groß plus klein. Ja, normalerweise würden wir jetzt sagen, quadratische Gleichung Delta L Quadrat minus mg durch c Delta L minus, und da habe ich das einzusetzen, aber das ist mir eigentlich zu mühsam, das Ganze einzusetzen. Aber ich habe es da schon mal gemacht und dann schreibe ich es einfach ab. Mg durch C wiederum mal H mal klein m durch klein plus groß m ist 0, und daraus folgt jetzt, dass Delta L ist gleich, Delta L ist gleich. Ich schreibe das Ergebnis von dem hier ab. Mg durch 2c mal Klammer 1 plus, die zweite Lösung ist offensichtlich unsinnig, weil die Wurzel größer ist und kein negatives Delta L herauskommen kann. 1 plus 2h Omega Quadrat durch klein g. Also da ist einige Zwischenrechnung vielleicht noch nötig, um zu dem Delta L zu kommen. Das Problem war da natürlich, wann knicken diese Stäbe, wenn da die Masse M drauf fällt, nicht, auf diese Säulen. Und jetzt könnte man, Sie wissen das vielleicht, dass da eine Knicklast gibt für solche Stäbe, also das Fmax kann ich damit ausrechnen, die größte Kraft, die auftritt jetzt in einer Säule, in einer Feder, ist gleich F0 plus C mal Delta L jetzt. Damit kenne ich die Kraft, und die muss natürlich kleiner sein als etwa die Knicklast für einen Stab. Wobei wir den Stab als Feder genommen haben. Nicht beim, der Stab ist eine Feder. Wenn Sie sich überlegen, das auch nicht, dass bei einem Stab ja, der durch eine Längskraft beansprucht wird, wird er ja verkürzt, nicht? Im Rahmen, im elastischen Bereich ist ja die Federkonstante dann das E mal A durch L. EA ist die Dehnsteifigkeit durch die Länge. Also das C wäre das EA durch L bei einem Stab, und die Knicklast, wenn der gelenkig gelagert ist, ist Pi Quadrat EI durch L Quadrat. FK ist bekannt, also Pi Quadrat, das schaut auch wieder schlecht aus, das Quadrat, Pi Quadrat mal EI, I ist der Streckhalt, also durch L Quadrat. Dehnsteifigkeit EA, die Biegesteifigkeit EI. EA heißt Dehnsteifigkeit des Stabes, den ich da als Feder nehme, und dann kann das ausknicken, wenn das entsprechend groß ist.